Roman, erzähl uns doch mal, wie schön der Indian Summer ist in Amerika. Es schneit. Es schneit im Indian Summer. Also wenn das der Indian Summer ist, ne? Aber so klein der Apache bei mir. So klein. Nashville, Tennessee, nach ungefähr 9 Stunden Autofahrt von Charlotte. Kein Bock mehr in die Stadt zu gehen. Hunger wie Sau. Mhm. Ein Hotelzimmer, in dem wir hier ein Waschbecken haben, eine Kaffeemaschine und eine Mikrowelle. Zaubern wir jetzt gerade Kaffeebecher mit Wasser. Immerhin gibt es Gurkenrelish, Senf und Ketchup. Einwegteller haben wir noch gekauft. Ich glaube, amerikanischer geht es ja gar nicht mehr. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Man muss die einmal nach einer Minute umdrehen. Heiß! Weil sie zu groß für den Becher sind. Und dann kann man sie erst wieder reinstellen. Ja, Prost. Sophie ist normalerweise First-Class-Hotels gewohnt und hat immer schlechte Laune. Und jetzt ist sie in so einer schäbigen Unterkunft, weil hier nichts Besseres bieten kann. Jetzt hat er ein Reichen gesucht. Ja, ich finde es ganz schick und das Beste wartet hier auf mich. Endlich. 6,5 Stunden später. Vielen Dank. Deckel kommen übrigens aus Deutschland. Von der Seda? Ja.